Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Webinar MetaTrader Plus Mini Terminal. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Freue mich, dass Sie heute teilnehmen. Wir werden uns heute mit dem Expert Advisor Mini Terminal uns auseinandersetzen und im Detail angucken. Ich zeige Ihnen natürlich, wo Sie das Mini Terminal finden und wie Sie alles entsprechend einstellen und nutzen können. Aber vorerst, wie immer obligatorisch, einmal Risikohinweis. Bitte einmal gründlich durchlesen, auch für die Zuschauer der Aufzeichnung, die sich das jetzt angucken. Bitte einmal entsprechend auch lesen, so dass wir auch gleich weitermachen können. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde immer wieder zwischendurch reinschauen. Wenn es natürlich zum Thema passt, was ich gerade bespreche, umso besser. Aber auch wenn es nicht passt, ist es kein Problem und ich werde versuchen, das dann auch sofort zu beantworten. Okay, dann zeige ich Ihnen natürlich für die neuen Zuschauer, beziehungsweise für die Kunden, die das Paket noch nicht installiert haben, bitte entsprechend hier bei uns auf der Webseite, jetzt kommt es auch schon direkt hier auf der Startseite, entweder hier draufklicken, MetaTrader Plus oder handelt unter Handelsplattformen, Add-ons unter MetaTrader Plus, finden Sie einige Informationen zum Paket, was letztendlich alles beinhaltet ist. Und Sie sehen hier das Mini-Terminal, ein paar Infos schon mal vorab und ein Benutzerhandbuch. Da steht eigentlich sehr vieles drin, was wir heute auch besprechen werden. Also auf jeden Fall nützlich, falls Sie nach dem Webinar noch Fragen haben oder sich nicht mehr erinnern können, wie was genau funktioniert. Ansonsten natürlich steht dann auch die Aufzeichnung zur Verfügung. Ja? Sie können das Ganze entsprechend herunterladen. Zum Paket gehört auch noch ein Indikatorenpaket dazu unter Training, Orders und Charts, MetaTrader plus Indikatoren finden Sie entsprechend die Informationen und die Benutzerhandbücher. Ja? Okay, dann springen wir direkt zur Plattform. Sollte jetzt zu sehen sein, hoffentlich. Sieht aber gut aus hier auf meinem Kontrollmonitor. Gut, wir fügen jetzt das Mini-Terminal erstmal hinzu. Also vorausgesetzt, Sie haben das jetzt schon installiert, das Paket. Dann können Sie hier über das Navigatorfenster das Mini-Terminal aufrufen. Sie sehen hier verschiedene Expert Advisors, die zum Paket dazugehören. Und wir, wie gesagt, beschäftigen uns mit dem Mini-Terminal heute. Wie Sie Indikatoren Expert Advisors in den Chart hinzufügen können, haben wir jetzt in den anderen Webinaren, die bei uns auch online zu sehen sind, schon mal besprochen. Letztendlich brauchen Sie nur in den Chart hinzufügen, also reinziehen, mit der linken Maustaste festhalten. Dann kriegen Sie dieses Fenster dann zu sehen. Und Sie müssen letztendlich darauf achten, wenn Sie dann auch entsprechend mit dem Mini Terminal live traden möchten, dass diese Optionen alle aktiviert sind, so wie Sie das bei mir auch sehen. Wenn Sie das von vornherein einstellen möchten, so dass das immer letztendlich korrekt eingestellt ist, dann können Sie das auch unter Extras, Optionen, Experten letztendlich diese zwei Einstellungen vornehmen.
Und dann sollte das auch immer korrekt aktiviert sein. Ein Kontrollblick schadet aber trotzdem nicht. Und Auto-Trading muss entsprechend an sein, damit Sie auch damit Orders aufgeben können. Ja? Gut, jetzt haben wir das hier drin. Sie sehen vielleicht den Unterschied, zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz. Das ist normalerweise das One-Click-Fenster oder Panel von MetaTrader, was ja, bereits integriert ist. Sie haben die Möglichkeit zu verkaufen, zu kaufen und die Lot-Size, also die Positionsgröße, einzustellen. Das Mini-Terminal übernimmt diese Funktion und ergänzt natürlich weitere hinzu. Ja? Sie sehen vom Aufbau schon mal, dass Sie selbstverständlich dann auch verkaufen und kaufen können und Sie können die Positionsgröße eingeben. Ja? Soweit ist das alles gleich. Nun aber können Sie direkt auch einen Stop-Loss eingeben, einen Trailing-Stop und Take-Profit, also ein Ziel. Das können Sie dann direkt hier alles eingeben und dann wird das auch direkt berücksichtigt und an den Server übertragen. Zusätzlich haben Sie hier noch die Information zum aktuellen Spread und damit könnten Sie theoretisch schon anfangen zu arbeiten und das erfüllt schon mal die Grundvoraussetzung, um traden zu können. Nun wollen wir uns das aber natürlich heute im Detail angucken. Deswegen schauen wir uns erstmal die Einstellungsmöglichkeiten an. Ja, also wenn Sie hier auf das auf den Einstellungsbutton klicken, steht auch schon direkt, wenn Sie kurz mit der Maus drüber halten, welche Funktion das entsprechend ist, Einstellungen und automatische Aufgaben. Dann kommen Sie zu diesem Punkt. Wenn Sie das jetzt hier nicht auf Deutsch sehen, dann beziehungsweise dann können Sie das entsprechend auf Deutsch ändern, indem Sie auf Ansicht Languages gehen und einmal auf Englisch wechseln, den MetaTrader neu starten und die Prozedur nochmal machen und wieder auf Deutsch einstellen, wieder neu starten und dann sollte auch das Mini-Terminal auf Deutsch sein. So, dann kommt hier eine Frage, ob der Trailing Stop auch an den Server übertragen wird oder der PC dafür eingeschaltet sein muss. Und zweites ist der Fall, Sie müssen den PC entsprechend anhaben. Denn letztendlich wird die Order selbst an den Server übertragen, das heißt Symbol, zu welchem Preis, Positionsgröße etc. Der Stop-Loss und Take-Profit, das sind die Werte, die auch tatsächlich dann auf dem Server hinterlegt werden. Und Sie dann auch nicht die Plattform eingeschaltet haben müssen, ja, damit das auch ausgeführt wird. Der Trailing Stop, der wird von der Software verwaltet. Das bedeutet, dass Sie auch hier die Software, in dem Fall MetaTrader inklusive Mini-Terminal, auch anhaben müssen, damit der Trailing Stop entsprechend aktiviert wird und auch verwaltet wird. Ja, also das ist etwas, was nicht an den Server übertragen wird. Gut, zurück zu den Einstellungen. Klicken wir hier einmal auf die Einstellungen. Und Sie bekommen dieses Fenster. Gut, jetzt sind jetzt nicht so viele Optionen jetzt hier vorhanden, aber doch wichtige. Und zwar die ersten beiden, ob Sie immer eine Bestätigung haben möchten, beziehungsweise auch bestätigen wollen. Wenn Sie einen Sofortkauf oder Sofortverkauf machen, also wenn Sie in den Markt reingehen wollen, ob Sie dann nochmal bestätigen möchten, kann ja sein, dass Sie da aus Versehen klicken und entsprechend das verhindern wollen, dass Sie unerwünscht eine neue Position haben. Dasselbe gilt dann auch für die Schließung der Positionen.
Und hier ein ganz wichtiger Punkt, Hedging ausschalten. Im Moment ist MetaTrader standardmäßig so eingestellt, dass Sie hedgen können. Bedeutet, Sie können gleichzeitig Long und Short sein. Ja? Wenn Sie diese Funktion hier aktivieren oder diese Option aktivieren, dann werden Sie, wenn Sie Long sind, mit einer Sell Order entsprechend die Gegenposition einnehmen und die Long Order oder Long Position damit ausschließen. Ja, natürlich, wenn alle Parameter gleich sind, heißt in dem Fall die Positionsgröße. Sollte zum Beispiel in dem Fall, machen wir dann auch in der Praxis, zeige ich Ihnen natürlich, wenn Sie dann eine Positionsgröße, eine größere wählen oder eine kleinere, dann werden Sie entweder die Richtung wechseln, wenn Sie eine größere Position entsprechend auswählen, ja, dann sind Sie dann in dem Beispiel, werden Sie dann short. Wenn Sie eine kleinere Position nehmen, dann werden Sie immer noch eine Teilposition long haben. Sie haben somit dann eine Teilschließung durchgeführt. Aber wie gesagt, das werden wir alles in der Praxis dann auch gleich sehen. Also ganz wichtiger Punkt und sollte von Ihnen auch gut bedacht sein, ob Sie das brauchen oder nicht. Das kann natürlich ja, unterschiedliche Auswirkungen haben. Chartmarkierungen, Sie werden sehen, das sind Symbole. Wenn Sie die Order, eine Position im Markt haben, können Sie hier einstellen, wo Sie das letztendlich platziert haben möchten oder ob Sie überhaupt angezeigt bekommen haben möchten, ja? Gut, dann lassen wir das erstmal alles so stehen, Einstellung speichern und dann schauen wir hier weiter. Zum Margin-Rechner kommen wir gleich. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Mini-Terminal das Chart-Fenster freizugeben. Das werde ich jetzt auch mal machen. So, das ist jetzt bei mir auf dem anderen Monitor. Sie können damit frei positionieren, ja, wenn Sie ein Multi-Monitor-System haben, dann können Sie somit verschiedene Charts auf andere Monitore platzieren und wenn Sie das zurückhaben möchten in die Plattform oder in die, das Hauptfenster, dann wieder hier über die Einstellungen und Chart andocken, dann ist das auch wieder dran. Gleichzeitig können Sie auch nur das Terminal freigeben. So, jetzt muss ich das hier suchen. Das ist jetzt hier bei mir. So. Und auch das können Sie entsprechend individuell positionieren. Und wenn Sie zum Beispiel hier mit der rechten Maustaste klicken und dann auf immer im Vordergrund, dann ist egal, was Sie im Hintergrund haben. Sie haben immer die Möglichkeit, dann schnell zu reagieren und entsprechend eine Order zu eröffnen, ja? Dann fügen wir das auch wieder. So. Soweit für Sie verständlich. Ansonsten einfach in den Chat reinschreiben, wenn Sie eine Frage haben. Scheint im Moment nicht der Fall zu sein, deswegen mache ich einfach mal weiter. So, dann kommen wir zu dem Punkt Margin Rechner. Und das ist ein wirklich sehr nützliches Tool oder Funktion in dem Fall. Hier können Sie nämlich schon, bevor Sie eine Position eingehen, schon die Auswirkungen auf Ihrem Konto entsprechend einsehen. Bedeutet, dieses Tool zeigt Ihnen schon vorab, wie viel Margin Sie letztendlich hinterlegen müssen. In dem Fall machen wir zum Beispiel, wir wollen jetzt eine Long-Position eingehen und geben jetzt einfach ein CFD ein. Und dann sehen Sie dann direkt sofort, welche Margin-Anforderungen Sie für dieses Produkt haben und in der entsprechenden Positionsgröße. In dem Fall für ein CFD DE30 Mini
müssten Sie dann 53,49 € hinterlegen, ja, als Margin. So, dann sehen Sie hier in der Zeile plus, also was an Margin dazukommt. Hier letztendlich, was Sie dann auch tatsächlich dann als Margin insgesamt für Ihr gesamtes Konto hinterlegen. Und freie Margin sehen Sie hier, das ist jetzt ein Demokonto mit 1 Million drauf. Und dann, so kommt auch hier der Betrag zustande. Ja? So, ich gehe mal eine Position ein. Okay. Ich bin jetzt ein Mini gegangen. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel einfach für die Berechnung. Machen wir einfach mal 1 so. Genau. Also, wir sind jetzt bereits schon drin und haben natürlich jetzt die 53 Euro hinterlegt. Wenn wir jetzt eine weitere Position, also einen weiteren CFD kaufen möchten, dann hätten wir insgesamt 2 Stück. Das wäre dann unsere Margin, was wir dann für die 2 hinterlegen müssen. Und Sie sehen, es kommen dann eben nochmal 53 dazu und wir kommen dann auf diese Gesamtmargin, die dann letztendlich hinterlegt werden müssten. Und gleichzeitig sehen wir hier die freie Margin, heißt letztendlich unsere Equity, die die Gewinn und Verluste beinhalten, wie viel wir dann noch letztendlich verwenden könnten für weitere Positionen. Okay, das Ganze könnten wir natürlich jetzt auch hier auf der Short-Seite zeigen, weil ich ja jetzt auch Hedging auch nicht aktiviert habe oder beziehungsweise deaktiviert habe. Wenn wir jetzt einen DAX Short gehen, einen DE30 Short gehen, dann ist unsere Margin 0. Sie sehen auch hier letztendlich kein Plus mehr, sondern ein Minus, weil die beiden Positionen sich gegeneinander ausgleichen. Deswegen nehmen wir Risiko entsprechend aus dem Markt und haben dann eine Margin-Anforderung von 0. Ja? Wenn ich jetzt hier 2 eingebe, bedeutet das letztendlich, dass wir einmal den 1 CFD Long ausgleichen. Also so sind wir damit auch ausgeglichen und haben dann eine Margin von 0. Aber wir haben dann einen Überhang auf der Short-Seite und müssen dann für den 1 CFD Short entsprechend die 53 Euro hinterlegen. Ja? Gut. Ich denke, das sollte es auch dann gewesen sein mit dem Margin-Rechner. Ist an sich nicht schwierig. Wenn Sie damit auch ein bisschen ausprobiert haben, dann werden Sie auch die Logik letztendlich dahinter verstehen. Also ist wirklich keine schwere Sache, aber hilft Ihnen auch eventuell das Thema Margin auch etwas besser zu verstehen. Okay, dann haben wir hier eigentlich soweit alles durch, ja. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach in die Praxis übergehen und mal eine Position eröffnen, beziehungsweise wir haben ja hier bereits eine eröffnet. Wir sehen hier oben auch eine plus 1, also das Volumen, was wir an offenen Positionen haben. Und ja, wir könnten letztendlich hier auf diese Anzeige klicken und erhalten hier weitere Funktionen. Wir haben einmal alle schließen, offene Positionen schließen, denke ich, ist es selbst erklären. Dann hier ausgegraut, weil wir auch keine Pending Orders im Markt haben. Ich mache jetzt einfach mal eine hier ganz schnell mal auf. So, dann ist das jetzt auch hier entsprechend jetzt aktiviert. Sie können alle Pending Orders löschen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sollte es auch wieder weg sein. Haben Sie gesehen. Alle Gewinnpositionen schließen bedeutet, selbstverständlich die Positionen zu schließen, die positiv im Gewinn sind und entsprechend Verlustpositionen. Und hier diese 2
Funktionen. Die müssen wir jetzt ganz kurz mal genauer uns angucken. Umkehren und Hedge. Umkehren bedeutet letztendlich, dass wir die Richtung wechseln. Ja, und bei uns ist das so, oder mit dem Mini-Terminal von FX Flat ist das so, dass alle einzelnen Positionen dann auch umgekehrt werden. Ich mache jetzt erstmal hier weitere Positionen auf, zeige Ihnen das. Ja, so. Wir haben jetzt fünf Positionen offen und Sie sehen auch hier, dass das Nettovolumen entsprechend sich auch angepasst haben. Und wenn wir jetzt der Meinung sind, dass der Markt jetzt warum auch immer dreht und nicht mehr long eingestellt ist und wir wollen jetzt mit allen Positionen jetzt auch wirklich short gehen, dann könnten Sie natürlich hier alle einzelnen anklicken und schließen und dann die Positionen löschen, eingeben, die Short-Positionen. Aber mit der Funktion hier können Sie mit einem Klick entsprechend alle Positionen umkehren. Das mache ich jetzt auch. So, dann werden alle gelöscht bzw. geschlossen und die neuen Positionen werden dann automatisch für Sie in den Markt gelegt und geöffnet. Ja? Gut. Jetzt wollen wir uns aber hedgen und natürlich mit der gleichen Positionsgröße, also wirklich auch dann 5 CFDs long in dem Fall, weil wir sind jetzt short. Und wenn wir jetzt auf Hedge klicken, dann eröffnet er dann automatisch die gleiche Anzahl, die Sie im Markt haben, entsprechend auf der Gegenseite, so dass Sie dann jetzt auch gehedged sind. Ja? Sie sehen auch hier an dem Margin-Rechner, dass Sie entsprechend eine Margin-Anforderung von 0 haben und auch eine weitere Kontrolle ist entsprechend hier, dass Sie hier nicht die Margin sehen, weil Sie auch keine Margin haben. Wenn ich jetzt eine Position hier schließen würde, dann müssten wir auch wieder Margin hinterlegen, weil wir in dem Fall einen Überhang auf der Short-Seite haben, ja? Und nicht mehr komplett gehedged sind. So, jetzt nutzen wir hier mal die Funktion alle schließen und dann haben Sie auch alle Positionen gleichzeitig geschlossen. Was würde passieren, wenn wir jetzt Hedging deaktivieren? Auch das möchte ich Ihnen natürlich zeigen. Und zwar gehen wir jetzt auch wieder weitere Positionen ein und klicken entsprechend auf Umkehren. Ja, dann sehen Sie, das funktioniert. Aber Sie haben die Hedge-Funktion nicht mehr, weil das ja an sich keinen Sinn hätte, weil dann, was würde er machen? Er würde letztendlich die Positionen alle schließen, ne? Weil er würde ja die Gegenposition versuchen zu eröffnen und dadurch, dass aber das Hedging deaktiviert ist, entsprechend die Position, die Long-Position oder hier in dem Fall die Short-Position mit den Long-Positionen ausgleichen. Das bedeutet, es ist die gleiche Funktion, wenn Sie jetzt hier auf alle schließen gehen oder wenn Sie hier zum Beispiel mit 4 gehen und long, dann haben Sie dann auch entsprechend alle Positionen geschlossen. Ja? Was der Fall wäre, wenn ich jetzt hier nur einmal klicke, dann habe ich entsprechend auch nur ein Teil von der kompletten Position geschlossen. Wir können es ja mal anders machen. So, jetzt haben angenommen, Sie haben diese Position in dem Markt, also 4 CFDs long und wollen jetzt eine Teilschließung durchführen. Zum Beispiel die Hälfte, dann geben Sie eine 2 ein, das ist ja dann die Hälfte von 4 und klicken dann auf Short. Und dann haben Sie auch hier eine Teilschließung durchgeführt. Ja? So, ganz wichtig für Sie zum Verständnis und natürlich auch für die Handhabung. Diese Funktion gilt nur in Verbindung mit dem Mini-Terminal.
und auch mit dem Trade Terminal, einen anderen Expert Advisor, der im Paket drin ist. Aber dazu gab es auch schon Webinare, schauen Sie sich bei uns auf der Webseite an. Aber wichtig zu verstehen, es ist, gilt nur in Verbindung mit dem Mini-Terminal und wird nicht an den Server übertragen, diese Einstellung, und ist auch nicht grundsätzlich jetzt aktiviert für Ihr Konto. Ja? Ihr Konto ist an sich gleich geblieben. Es hat sich an den Einstellungen nichts geändert, aber das Mini-Terminal übernimmt diese Funktion und verwaltet das dann für Sie. Ja, also wichtig ist nur eine Einstellung für das Mini-Terminal. Bitte nicht da verwechseln. Okay, so, jetzt kommen wir zum nächsten zu der nächsten wichtigen Funktion des Mini-Terminals, und zwar die Möglichkeit, die Positionsgröße berechnen zu lassen. Ja, bedeutet, Sie geben oder haben ein gewisses Risiko, was Sie eingehen möchten. Klassisch sagt man ja da von 0,5 bis 2%, je nachdem. Und wollen das entsprechend für Ihre Idee, Trading-Idee umsetzen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie die... Wir haben zwei Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Einmal klassisch über das neue Order-Fenster, also hier, dieses gelbe, den gelben Button hier rechts oben. Hier können Sie eine Order definieren. Ja, Sie haben die verschiedenen Order-Typen zur Auswahl und zusätzlich, was Sie jetzt so in dem MetaTrader standardmäßig nicht drin haben, beziehungsweise nicht als Auswahl. Selbstverständlich kann der MetaTrader diese Order-Typen auch ausführen, aber dann braucht man eben Expert Advisor oder Skripte. Haben Sie zusätzlich noch OCO Breakout und OCO Reversion. So, OCO bedeutet letztendlich one cancel the other, ja, und wir wollen uns jetzt nicht hier grundsätzlich mit den Order-Typen beschäftigen. Falls Sie da eine Frage haben, bitte in den Chat zu schreiben, dann erkläre ich es natürlich gerne. Ansonsten mache ich jetzt hier erstmal weiter. Sie können dann entsprechend, wie gesagt, hier definieren, was möchten Sie machen, zum welchen Preis. Ja, was habe ich ausgewählt bei Limit? Also muss ich unterhalb des aktuellen Kurses was eingeben. So, 10.680. Also Sie geben entweder direkt einen Preis an oder Sie können das Ganze auch als PIP angeben. Hier in dem Fall als Punkte. Bedeutet, vom aktuellen Kurs aus, diese Punkteanzahl wird dann genommen, um die Order zu platzieren. Und jetzt hier ganz wichtig, wichtige Funktion, Handelsgröße. Sie haben eine feste Handelsgröße, also wenn Sie von vornherein wissen, okay, warum auch immer, wenn das da jetzt zu Ihrer Strategie passt und so weiter, möchten Sie zwei CFDs handeln oder aber Sie sagen, ich möchte nach Risiko meine Positionsgröße bestimmen, und dann haben Sie hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal Risiko in Kontowährung. Sie geben also einen bestimmten Betrag, was dann letztendlich Ihre von Ihrem Stop-Loss natürlich abhängig ist. Also wenn ich hier 100 Euro riskieren möchte oder 1000 Euro, je nachdem, dann wird das dann von diesem Preis aus, ja, wird dann geschaut, wo liegt Ihr Stop-Loss nach Entfernung. Und entsprechend wird dann die Positionsgröße bestimmt, indem Sie dann für 1000 Euro eben ein bestimmtes Risiko haben, oder die 1000 Euro sind Ihr Risiko in dem Fall, aber für diese bestimmte Distanz, was Sie dann als Stop-Loss haben und riskieren möchten. Ja, natürlich von diesem Preis-Einstiegskurs aus gesehen.
Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit, Prozent der Equity und Prozente des Kontostands, wie vorhin kurz erwähnt, Equity in dem Fall beinhaltet offene Position, also den aktuellen Gewinn und Verlust, was Sie hier sehen, ja, und Kontostand ist das, was Sie tatsächlich realisiert haben. Müssen Sie natürlich dann für sich ausmachen, was für Sie jetzt in dem Fall in Frage kommt. Ja, wenn Sie jetzt Prozent in der Equity nehmen, dann zum Beispiel jetzt 1% von eben diesem Betrag, was Sie auch hier sehen, ja, dann nehme ich hier Stop-Loss, haben Sie auch hier verschiedene die Möglichkeiten, entsprechend, was wir auch hier gesehen haben, alles einzustellen. Wir nehmen jetzt einfach mal die Punkte, ich sage 20 Punkte in dem Fall und Take Profit genau die gleiche Einstellung wie bei Stop-Loss. Lassen wir jetzt erstmal offen und auch Trailing Stop lassen wir jetzt mal offen. Dann könnten Sie einen Kommentar eingeben für Ihr Trading Journal, ja, wenn Sie das entsprechend führen, damit Sie die Order später auch zuordnen können. Und wenn das dann eine Order ist, die Sie öfters nehmen oder öfters verwenden, dann könnten Sie das Ganze auch als Vorlage speichern. Ja, dann klicken Sie hier und geben einen Namen. Ich sage jetzt erstmal Webinar, klicke auf Speichern und dann wurde die Vorlage gespeichert. Ich zeige Ihnen natürlich gleich, wo Sie das finden. Und könnten jetzt die Order platzieren. Das machen wir. So, und Sie sehen, wir sind hier eine Positionsgröße eingegangen, beziehungsweise das Mini-Terminal hat für uns diese Positionsgröße 500 CFDs bei 20 Punkte Stop-Loss oder Risiko entsprechend für uns ausgerechnet und ausgewählt. Ja, auch unser Stop-Loss wurde automatisch mit in den Markt gelegt und somit brauchen Sie sich in Zukunft nicht mehr mit den Taschenrechner auseinandersetzen, wie viele, zu berechnen zu können, wie viele CFDs oder Lots Sie für welche Order letztendlich nehmen können. Ja, das kann dann das Miniterminal demnächst für Sie übernehmen. Gut, dann. Jetzt haben wir ja die Vorlage gespeichert und wir wollen das letztendlich immer wieder mal benutzen. Dann gehen Sie nochmal hier in das neue Order-Fenster und Sie sehen auch oben schon auch im Titel Order Art oder Vorlage. Das heißt, Sie finden jetzt Ihre Vorlage bereits hier gespeichert, könnten das auswählen und haben dann alle Parameter schon voreingestellt und bräuchten dann letztendlich nur noch auf Order platzieren klicken. Ja? Zweite Möglichkeit, um noch schneller, die Vorlage aufrufen zu können, wäre, wenn Sie auf der Tastatur die Alt-Taste gedrückt halten, ja, und dann auf das neue Order-Fensterfunktion klicken. Entschuldigung, das war die Steuerungstaste. So, die Alt-Taste werden wir gleich für andere Funktionen bauen. Also mit der Steuerungstaste, dann finden Sie die Vorlage und dann, wenn Sie draufklicken, dann ist die Order direkt im Markt entsprechend platziert. Sie müssen natürlich schon schauen bei Ihrer Vorlage, ob das halt eine allgemeine Order ist, was letztendlich vom aktuellen Kurs jetzt unabhängig ist. In dem Fall bei meiner Vorlage war ja immer dieser Kurs eingestellt und der wird morgen wahrscheinlich so keinen Sinn mehr haben. Also
wenn Sie eine Vorlage einrichten möchten, dann schon so, dass das auch allgemein gehalten ist und Sie da entsprechend nicht immer wieder was korrigieren müssen. Ja? Gut. So, Sie sehen, ich bin jetzt mit 1002 CFD-Sets hier in dem Markt. Wir werden jetzt einfach mal in dem Fall alle schließen. Okay. Es gibt noch eine schnellere Möglichkeit, die Positionsgröße zu schließen. Und zwar, wenn Sie hier, Sie wollen Markt zum Marktpreis in den Markt, möchten aber ganz schnell berechnen, was Sie letztendlich für eine Positionsgröße eingehen können. Und dann halten Sie auch hier wieder die Steuerungstaste fest und klicken in das Fenster Lots. Und dann kommt dieses Fenster hier, wo Sie letztendlich jetzt auch ein Stop-Loss eingeben können. Nehmen wir wieder 20 Punkte und sagen 20%, 1% der Equity. Dann kriegen Sie auch hier die Informationen, die Sie benötigen. Sie sehen auch hier Punktwert pro Lot, damit Sie dann direkt sehen, ah, okay, das so viel ist ein Punkt oder ein Pip bei Forex wert. Ich habe ein Risiko von 20 Punkten und würde in dem Fall 500 CFDs eingehen können. Und zusätzlich sehen Sie auch hier Ihre Margin-Anforderungen bzw. Veränderung, wie Sie, was dann eine Auswirkung auf Ihr Konto hat. Ja? Auch hier sehen Sie dann schon vorab, bevor Sie überhaupt die Position eingehen, welche Auswirkung das auf Ihr Konto hat. So, dann gebe ich hier Lots festlegen und Sie sehen gleichzeitig wurde auch mein Stop-Loss mit übernommen, was ich vorhin gerade eingestellt oder eingegeben habe für die Berechnung. Das gleiche könnten Sie auch für Ihr Stop-Loss machen, zum Beispiel in der Situation, wenn Sie schon bereits wissen, dass Sie zum, sag mal, 10 CFDs jetzt in den Markt gehen möchten. Sie wissen aber nicht, wo Sie genau Ihr Stop-Loss legen möchten, aber Sie wissen, dass Sie einen festen Betrag riskieren möchten oder eben prozentual von Ihrer Equity oder Kontostand. In dem Fall machen wir mal 1.000 Euro und dann sagt er mir, okay, bei 1.000 Euro Risiko und 10 CFDs kann ich ein Stop-Loss von 100 Pips oder 100 Punkte hier haben und eingehen. Ja? Dann wissen Sie, okay, wenn ich diese Position jetzt eingehe, dann habe ich ein festes Risiko von 1.000 Euro. Und die gleiche Funktion haben Sie auch hier mit dem Take Profit und mit dem Trailing Stop. Okay? Also mit der Steuerungstaste und dann entsprechend reinklicken. Jetzt gehen wir mal hier eine Position ein. Einfach mal, ich mache mal hier 20 und 20 und wir gehen mal long. So, dann sehen Sie hier diese Balken, was wir auch in den Einstellungen hatten. Vielleicht ganz kurz nochmal hier diese Chartmarkierungen. Ja, da könnten Sie entsprechend hier einstellen, ob Sie das angezeigt haben möchten oder nicht. Und wenn Sie mit der Maus einfach mal drüber halten, dann erhalten Sie Informationen zu Ihrer aktuellen Order, also einmal die Ordernummer, dann wie viel, also in welche Richtung, Buy oder Short, welche Positionsgröße, in dem Fall, in dem Moment, wo wir da dort aufgeklickt haben, wie viel gerade mein Gewinn und Verlust ist und letztendlich das Ganze dann in Pips oder in Punkten dargestellt. Und wenn wir draufklicken, dann kriegen wir hier diese Information, wo wir letztendlich die Position schließen können. Wir kriegen hier angezeigt, wie unser Nettogewinn ist. Wenn wir einmal draufklicken, dann kriegen wir das in Pips oder in Punkte angezeigt. Hier nochmal die Zusammenfassung, wo wir reingegangen sind, Long.
Dann Teilschluss bedeutet hier in dem Fall eine Teilschließung. Könnten wir jetzt eingehen, wenn wir draufklicken, dann sagen wir, ich möchte jetzt hier 5 davon schließen. So, was er dann jetzt auch gemacht hat. Ja. Und wir könnten unser Stop-Loss, Take-Profit, Trailing-Stop entsprechend hier einstellen, beziehungsweise den Stop-Loss auch auf Break-Even setzen. So, wenn wir der Meinung sind, dass wir gut im Plus sind und da entsprechend nichts mehr riskieren möchten. Okay, gut, jetzt haben wir hier den Trailing-Stop. Den könnten wir hier einstellen, angenommen 15 Pips oder Punkte, ist jetzt eingestellt und sollte jetzt dann gleich starten, beziehungsweise Sie müssten hier beachten, ich werde das mal hier nochmal schließen, Position schließen und zeige Ihnen das nochmal mit dem Trailing Stop. Der Trailing Stop hier bei dem Mini Terminal funktioniert so, dass er direkt mit dem ersten Tick im Plus oder im Gewinn schon mitgeht, ja. Wenn Sie einen Trailing Stop und Stop Loss eingestellt haben, dann wird der Trailing Stop den Stop Loss in dem Fall überschreiben, weil der einfach dann sofort dann mit dem ersten Tick im Gewinn den Stop Loss nachzieht. Okay? Das ist also kein statischer Trailing Stop, sondern ein dynamischer. Der geht wirklich mit jedem Punkt oder mit jedem Pip, der im Gewinn ist, geht der entsprechend direkt mit. Das ist anders als beim MetaTrader selbst. Da ist er ja zunächst statisch, bedeutet, der wartet, bis Sie in dem Fall 20 Punkte im Plus sind. Dann wird aktiviert und dann wechselt er dann zum dynamischen Trailing Stop, wo er dann mit jedem weiteren Punkt oder Pip im Gewinn dann nachzieht. Ja, das sollten Sie auf jeden Fall im Demo mal austesten, damit Sie da entsprechend ein Gefühl dafür kriegen. Okay, dann haben Sie das Gleiche hier. Egal, ob Sie jetzt hier klicken oder Take Profit, Sie kriegen immer dieses Infofenster. Wenn Sie dann der Meinung sind, dass Sie die Position schließen müssen, habe ich Ihnen da schon ein paar hier einmal oder entsprechend auch hier haben Sie Funktionen. Wenn Sie aber hier direkt aus dem Chart herausschließen möchten, dann können Sie den Stop-Loss mit der linken Maustaste festhalten und entsprechend über die Position oder über Ihr Entry-Level ziehen und dann kriegen Sie hier diese Frage, ob Sie das auch wirklich machen möchten und Sie klicken ja und dann wird das auch zum Market ausgeführt. Ja? Also einfach hier drüber ziehen, dann weiß das Mini-Terminal, dass der Stop-Loss so über dem aktuellen Preis ja gar keinen Sinn hat, also wollen Sie die Position schließen und dann wird dann entsprechend das auch ausgeführt. Jetzt haben Sie aber gesehen, dass mein Stop-Loss sich entsprechend gerade verändert hat, also der Trailing-Stop ist aktiviert, weil ich hier auch kurz wieder einen weiteren Tick mehr im Plus war und dann entsprechend haben Sie eventuell die Bewegung gerade gesehen, ansonsten werden Sie das in der Aufzeichnung dann später auch sehen können. Gut, so, gibt es dazu eine Frage? Ich denke, da waren sehr viele Informationen jetzt dazu, wir sind noch nicht fertig, also da kommen auf jeden Fall noch weitere Funktionen vom Mini-Terminal, aber wenn Sie jetzt dazu eine Frage haben, dann können Sie sehr gerne jetzt in den Chat reinschreiben. Ansonsten, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt auch viele Informationen waren und sich man das dann später das Ganze mal in Ruhe nochmal angucken möchte, um das Ganze nachzuvollziehen. Dann machen wir weiter. Wir lassen die Position durchaus drin. Erweitern jetzt ganz kurz hier unser Take Profit und Stop Loss. Ja,
Ah ja, mein Stop-Loss, habe ich ja gerade gesagt, kann ich natürlich nicht. Ich könnte das jetzt natürlich entfernen, indem ich hier gehe. Moment. So. So, Trading Stop. Und nichts mache. So, dann verfüge ich jetzt wieder die Funktion, mein Stop-Loss ändern zu können. Der Trading Stop ist jetzt auch nicht relevant für die nächsten Sachen, die ich Ihnen zeigen möchte, und zwar, Sie haben die Möglichkeit, und das finde ich wirklich eine super Funktion hier in Verbindung mit dem Mini-Terminal, weiteres, ja, ich will jetzt mal sagen, Stop-Arten hinzufügen zu können oder nutzen zu können. Einmal einen Zeitstopp, ja. Angenommen, Sie haben eine Strategie, die dann letztendlich sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach mal den DAX, um 17:30 Uhr oder 17:29 Uhr muss ich jetzt alle Positionen schließen, egal ob im Gewinn oder im Verlust. Ja? Mit dem MetaTrader haben Sie diese Funktion nicht, also Sie können nicht sagen, okay, diese Position, diese offene Position, bitte bis da und da schließen. Sie haben wohl die Möglichkeit, Pending Orders Zeitstempel zu geben. Das bedeutet, dass die Gültigkeit entsprechend nur bis da und da ist. Ja? Dann wird die Order entsprechend automatisch gelöscht, wenn nicht ausgeführt. Aber bei offenen Positionen hatten Sie bis dato nicht die Möglichkeit bei MetaTrader. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. In dem Fall für eine Zeit, für einen Zeitstopp-Funktion brauchen Sie hier eine vertikale Trendlinie, ja, finden Sie hier, müssen diese markieren und gleichzeitig, jetzt kommt nämlich die Alt-Taste ins Spiel, die Alt-Taste und die Linie entsprechend markieren oder anklicken, dann bekommen Sie dieses Fenster. So. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit einzustellen, was passieren soll, wenn er diese Zeit erreicht. Ja? Bedeutet, alle Orders schließen, also egal ob sie long oder short sind, nur long, nur short oder eine bestimmte Order, die Sie hier dann entsprechend auswählen können. Ja? Wenn Sie jetzt mehrere Orders drin hätten, dann hätten Sie hier die Auswahl, entsprechend die richtige auszuwählen. In dem Fall haben wir nur eine oder habe ich nur eine. Also ist diese dann ausgewählt. Und ich kann dann hier sagen, okay, ich möchte dann um diese Uhrzeit alles schließen oder 50% und so weiter. Ne? Das Ganze kann ich auch als Handelsgröße eingeben. Und, und. Ja? So, wir lassen mal bei 100. Sie haben hier noch Zusatzoptionen. Ja. Weitere Pending Orders löschen und so weiter. Okay, jetzt speichern wir das Ganze. Dann sehen Sie, dass Sie hier entsprechend die Informationen haben. So, jetzt schiebe ich die jetzt nochmal hier rüber. Dann schauen wir gleich, wenn die Minute vorbei ist, was dann letztendlich mit der Order passiert. In der Zwischenzeit mache ich hier schon mal eine, zeichne ich hier schon mal eine andere Trendlinie und hier noch eine. Ja, einfach, es sieht jetzt erstmal willkürlich aus, aber ich werde Ihnen gleich zeigen, welchen Sinn das Ganze so haben könnte. So, jetzt müsste jetzt gleich die Minute, ja, noch 20 Sekunden. Sie haben nämlich die Möglichkeit, weitere Trendlinien, egal wie Sie die einzeichnen, als Take Profit oder Stop Loss definieren zu können. Und das ist natürlich eine schöne Sache. So, jetzt müsste die Position jetzt gleich geschlossen werden. Und dann ist die Position auch raus. Das bedeutet, diese Funktion könnten Sie zum Beispiel nutzen, wenn Sie genau wissen, okay, um die Uhrzeit werde ich nicht vor dem Rechner sein, aber ich muss da entsprechend die Position definitiv schließen, könnten dann die Smart Lines nutzen.
So, jetzt machen wir hier natürlich eine weitere Position auf. Ja, Trailing Stop muss ich hier deaktivieren. Ich könnte nämlich sagen, dass diese Trendlinie hier, ja, wenn Sie, ich sag mal, charttechnisch agieren und eine bestimmte Trendlinie definiert haben für sich, könnten Sie sagen, okay, diese Trendlinie soll jetzt mein Take-Profit sein. Auch hier wieder mit der Alt-Taste und die Trendlinie entsprechend auswählen. Und Sie können dann hier definieren, ob das ein Stop-Loss oder Take-Profit sein soll. In dem Fall, weil wir ja long sind, möchte ich das als Take-Profit definieren. Muss natürlich die Order-Nummer auch oder die Order auswählen und auf Speichern. So, jetzt ist das meine Trendlinie, mein Take-Profit. Das heißt, je weiter die Zeit voranschreitet, dann umso näher kommt mein Take-Profit auch näher. Wie gesagt, wenn das charttechnisch für Sie alles einen Sinn hat, Sie könnten das natürlich auch anders definieren, ja. Es geht letztendlich hier nur um die Funktionalität. Und gleichzeitig könnten Sie diese Trendlinie hier als Stop-Loss definieren. Das machen wir jetzt auch. So. Was das Schöne dabei ist aber, dass je nach Steigungsgrad, oder überhaupt, je nachdem, wie Sie die Trendlinie eingezeichnet haben, das Ganze auch als Trading Stop fungiert, ja, weil die Order dann, weil der Stop Loss ja immer weiter dann entsprechend auch nach oben weiter wandert, ja, und Sie immer wieder, immer weiter Risiko rausnehmen. Also auch hier auch eine schöne Weise, den Stop-Loss zu nutzen oder zu definieren und letztendlich auch so eine Art Trailing-Stop zu haben, weil dann letztendlich auch hier weiter das Risiko aus dem Markt genommen wird und sie dann entsprechend auch weiter oben ausgeführt werden. So, und auch hier nochmal der Hinweis, sehr, sehr wichtig, dass diese Funktion, diese Smart Lines, so wird die Funktion auch genannt, selbstverständlich auch nur in Verbindung mit MetaTrader und dem Mini-Terminal funktioniert und auch nicht an den Server übertragen wird, sondern von der Software verwaltet wird. Ja, das sollten Sie immer beachten. Generell, grundsätzlich, allgemein kann man auch sagen, alle Expert Advisor müssen in dem Moment laufen, wenn Sie die Funktion entsprechend nutzen möchten oder aktivieren möchten. Es nützt nichts, wenn Sie den Expert Advisor in den Chart laden, alle Einstellungen machen, Expert Advisor ist aktiviert und Sie schließen den MetaTrader. Dann passiert nämlich gar nichts. Ja? So, mal gucken, ob wir jetzt gleich hier entsprechend ausgestoppt werden. Da passiert nämlich nichts. Und wenn Sie dann ja, nicht schon Stop-Loss oder Take-Profit mit in den Markt gelegt haben gleichzeitig und haben dann sich auf den Expert Advisor verlassen, ja, dann sind Sie ohne Stop-Loss und Take-Profit im Markt unterwegs und das kann natürlich böse enden. Ne? Deswegen bitte immer daran denken, dass wenn Sie Expert Advisor nutzen möchten, wenn Sie unser Paket nutzen möchten, dann muss der MetaTrader gleichzeitig auch an sein. Und nichtsdestotrotz, auch wenn das dann von der Software verwaltet wird, überlegen Sie sich, ob Sie nicht gleich immer ein Stop-Loss mit reinlegen, weil auch wenn der Computer 10 Jahre lang immer funktioniert hat, und Internet immer funktioniert hat, kann der Tag X kommen, wo die Plattform mal ausfällt oder der Computer abstürzt und. Und Sie sind da entsprechend ohne Stop-Loss unterwegs. Und ja, dann können Sie sich ja entsprechend ausmalen, was dann passieren könnte. Deswegen eventuell zu Ihrer Strategie immer einen Katastrophenstopp
hinzufügen, falls da mal was schief geht. Sie haben auch gesehen, dass der Take Profit oder die Trendlinie für mein Take Profit auch jetzt automatisch entfernt wurde, weil dadurch, dass die Position auch geschlossen wurde, hatte sie jetzt auch keine Funktion mehr. Und von daher hat dann das Mini-Terminal diese Linie für mich entfernt. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alles, was mit dem Mini-Terminal zu tun hat oder alle Funktionen, die es beinhaltet, auch besprochen. Ja, Sie waren jetzt sehr still. Ich hoffe oder ich interpretiere das immer so, dass das für Sie verständlich war und dass Sie alles soweit aufnehmen konnten. Ich weiß, das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele Infos und man muss sich auch damit beschäftigen. Wie gesagt, Sie haben einmal das Benutzerhandbuch zur Verfügung bei uns auf der Webseite und selbstverständlich dann auch die Aufzeichnung. Ich versuche das wirklich so schnell wie möglich online zu bringen. Ansonsten, wenn keine Fragen sind, bedanke ich mich sehr für die Teilnahme, dass Sie mir, und davon gehe ich aus, aufmerksam zugehört haben. Wenn Sie im Nachhinein Fragen haben, dann kommen Sie natürlich auf uns zu, ja. Ich gebe Ihnen sehr gerne noch meine Kontaktdaten. Können Sie mich gerne anschreiben, gerne anrufen, wenn Sie da spezielle Fragen haben. Ansonsten auch gerne sich bei unserem Team melden. Meine Kollegen sind auch sehr affin drin. Und von daher bedanke ich mich nochmal. Ah ja. Hier kommt eine Frage. Hat zwar jetzt nicht wirklich mit dem Mini-Terminal zu tun, aber sehr gerne. Wie lange kann ein Demo bei FX Flat verwendet werden? Also grundsätzlich erstmal 30 Tage und es besteht die Möglichkeit, das Ganze auch zu verlängern, wenn Sie entsprechend auch mit auf dem Demokonto aktiv sind. Ja? Wenn Sie da entsprechend schon eine E-Mail erhalten haben, dass das Demokonto eventuell bald ausläuft, dann melden Sie sich kurz bei uns und wir können das Ganze dann entsprechend auch verlängern. Okay. Dann bedanke ich mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Teilnahme und wie immer, seien Sie vorsichtig und passen Sie auf Ihre Position auf. Bis demnächst, vielleicht jetzt hier am kommenden Freitag auf der BOT. Kommen Sie uns gerne besuchen. CapTrader, FX Flat sind dort vertreten. Also, bis demnächst. Tschüss.